Wir haben es geschafft. Timo Hauer ist bei uns. Hallo, Timo. Hallo. Und Timo hat ein Problem mit seinem Namen. Erzähl mal, was ist da schiefgelaufen? Ja, ich habe das Problem. Und zwar schreibt man den mit IE, T-I-E-M-O, Hauer. Und das ist immer ein bisschen ein Problem, weil mich fragen die Leute immer, warum eigentlich mit IE? Und ich muss mir dann immer irgendwelche Geschichten ausdenken, weil ich weiß es nicht. Ich muss sie meine Eltern fragen, ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, wenn du Timo Hauer suchst bei Google ohne IE, dann kommt ein Bäckermeister. Aber ist auch nett, ist auch nett. So, mein Lieber, du schreibst alle Lieder selber, aber hast vorher eigentlich was anderes gemacht. Zwar auch in Bands gespielt, aber nicht gesungen. Nee, gesungen habe ich nicht. Ich habe immer Schlagzeug gespielt. Und ja, das war aber eine ganz andere Musik. Also es war so Rock, Punk, Indie, sowas in die Richtung. Aber auch also immer mit Bombenleger. Ja. Auf jeden Fall. Und dann hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Schlagzeug, weil bringt nichts. Ja? Nachbarn machen Stress. Und dann hast du gesagt, jetzt fange ich halt an zu singen. Und das machen die auch noch Stress, die Nachbarn, weil du rumsingst? Nee, also eigentlich, ich habe sogar schon gehört, dass ich am Zaun stehen bleiben und mir manchmal zuhören, habe ich schon gehört. Nee, also ich hatte aber auch mit dem Schlagzeug nie wirklich Ärger. Ich habe nette Nachbarn. Jetzt machst du ja eine ganz besondere Musik. Es ist Popmusik, aber, also wir haben es ja gerade gehört, sehr, sehr hochwertig. Ja, also nicht irgendwie so, wo man sagt, gleich wieder vergessen, sondern es sind hauptsächlich, zumindest was du jetzt gespielt hast, so Balladen. Ja, es ist schon sehr balladig. Also ich habe ja einen schnelleren Song, Ehrlich Glücklich, sonst ist es echt balladig, weil es halt einfach die Texte immer darum gehen, was mich halt beschäftigt und was mich selber betroffen hat. Und ich habe mich meistens ans Klavier gesetzt, wenn es mir halt nicht so gut ging oder wenn ich mal unglücklich war. Und dann ist das halt so das Gefühl, ja, ist das Gefühl so in die Tasten geflossen. Bist du denn jetzt glücklich? Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall. Also heute wird es auf jeden Fall ein lustiges Lied schreiben. Ja, definitiv, heute Nacht. So, kennst du eigentlich auch einen Friseur oder lässt es einfach so sein? Nee, ich kenne den Friseur, aber ich mag meine Haare so. Der Out-of-Bad-Look ist es. Ja, Out-of-Bad-Look. Das ist für die jüngeren Leute. Ist das Aufstehen einfach und die Haare so lassen. So wie bei mir. Die sind auch, ich mache ja gar nichts an meinen Haaren. Ja. Ja, ja. So, was steht an? Wann kommt das Album raus? Da steht noch kein fester Termin fest. Aber es wird nicht mehr lange dauern auf jeden Fall. Du arbeitest dran. Ja. Setz dich hin vors Klavier, wenn du wieder mal schlecht drauf bist. Ja, du kommst aus dem Schwabenland, da kennt man das ja, dass man einfach depressiv wird. Oh, guck mal, jetzt kommen schon die ersten Fans mit dem Hubschrauber hier an. Wahnsinn, was hier los ist. So, Timo Hauer, wir gehen ein Bierchen trinken, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, hör noch deine alte Punkmusik an und ja. Macht's gut. Timo Hauer, nein, jetzt ist er glücklich. Tschüss.